Wie sah Düsseldorf früher aus? Wie hat sich die Stadt verändert? Düsseldorf gestern und heute gibt Antworten. Der neueste Bildband des Stadtarchivs stellt historische und aktuelle Fotos gegenüber, begleitet durch Texte der Autoren Andrea Trudewind und Benedikt Mauer. Das Buch ist in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Ingo Lammert entstanden. Wir haben uns gedacht, dass es interessant ist, mit den Bürgerinnen und Bürgern mal einen Spaziergang durch die Stadtgeschichte zu machen und zu zeigen, was hat sich verändert, was ist geblieben. Und dazu haben wir Fotos vornehmlich aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesucht und zeigen sowohl bekannte Ansichten, solche aus der Innenstadt, die alle kennen, als auch solche in einigen Stadtteilen und wollen eben so darstellen, wie Düsseldorf als Stadt, die sich permanent verändert, aber einige Ecken hat, die heute noch genauso aussehen wie früher, wie sie sich heute darstellt. Insgesamt werden über 50 Motive gegenübergestellt. Das Interessante ist natürlich immer, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Manchmal lag es sozusagen auf der Hand beim Vergleich des Alten mit dem Neuen Fotos, was man zu schreiben hat. Bei anderen Fotos musste man wirklich ganz genau erklären, worum es sich hier handelt, weil so viel Neues hinzugekommen ist. Aber der Fotograf Ingo Lammert hat großartige Motive der heutigen Zeit tatsächlich fotografiert, hat es immer geschafft, den passenden Bildausschnitt wieder hinzukriegen. Und insofern denke ich, es ist ein interessanter Spaziergang durch diese Stadt von 1860 über die Nachkriegszeit bis heute. Düsseldorf gestern und heute kostet 16,90 € und ist im Buchhandel erhältlich.